Hi und ein herzliches Willkommen einer weiteren Aufnahme League of Legends. Mundo Game war, glaube ich, letzte Folge. Habe ich danach nochmal offscreen ein Mundo Game gehabt. Ich habe es nicht geschafft gegen den Tründer. Und vielleicht spielen wir den heute, oder? Was meint ihr? Wollen wir Tründer mehr spielen? Was countert denn so den Tründer mehr? Was ist denn doof gegen Tründer mehr? Burgott ist doch scheiße, oder? Ich weiß auch nicht, ob wir das machen. Wenn du wenig Leben hast, genau, das ist ja essentiell, oder? Das war essentiell. Das haben wir jetzt hier aber auch drin. Gut, Tryndamere wurde gebannt. Das heißt, wir könnten nochmal Mundo spielen. Wir könnten, wenn wir wollten, weil Mundo spiele ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ich habe den Druck, dass nicht immer das Gleiche kommt. Tam kennt. Ich habe den Druck, dass nicht immer das Gleiche kommt. Wir haben Gragas im Dschungel. Wir könnten nochmal den Teemo auspacken. Teemo ist natürlich auch nicht schlecht. Man könnte aber auch einfach den Garen spielen. Mein Herz und mein Schwert für die Mafia. Ja. Garen ist natürlich wichtig. Garen ist wichtig, weil Garen easy to learn, hard to master, sagt man. Aber den habe ich eine Weile schon gespielt. Ich glaube, ich bin wir dürfen ihn nicht vergessen, ne? Für meine Elo und sonst wie. Fühle ich mich mit Garen confident. I'm confident with Garen. Ah, verstehst du? Und deswegen. Ach. So. Aber ich bin mutig. Ich habe ein neues Liquid. Ups, für meine E-Dampfe. Wie heißt es? Apple Ice. Ey, das schmeckt richtig wie ein Apfel. Also so original. Das hatte ich so noch nicht. Wie ein roter Apfel. Echt krass. Uns hat das immer nach Shisha geschmeckt oder so. Das hier schmeckt richtig nach Apfel. So, ist ja auch egal. Oh nein, wir haben Mordekaiser. Wir haben Mordekaiser. Wen habe ich denn gebannt? Ein Urgott. Urgott ist auch nicht schlecht zu bannen. Mordekaiser wird ein Problem. Weil Mordekaiser drückt auf Ulti und knallt einfach rein. Das ist echt scheiße, aber okay. Ich denke mal, wir sollten am Anfang vor Level 6 ihn mindestens einmal getötet haben. Wir brauchen Magieresistenz gegen den, nicht wahr? Und heilen tut er sich halt auch. Das ist auch scheiße. Genau. Und mein Ziel ist auf jeden Fall Silber, ne? Das ist erstmal mein Ziel. Hat sich vor einem Jahr habe ich den öfter mal wieder gestreamt und so. Da meinten die Leute, weil ich ja nicht allzu viel spielen kann, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich nicht so wirklich climbe oder sowas, weil ich spiele so 1-2 Games am Tag jetzt und das ist schon viel für mich, dass ich dafür mir die Zeit nehme einfach. Und genau, aber die Leute meinten also ich würde in Gold eventuell noch mithalten können, aber das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich da noch nicht war. Und ich finde, also ich kenne ja auch andere Competitive Games. Ich habe auch mal ganz viel Heroes of the Storm gespielt. Rocket League habe ich gespielt. Ist jetzt kein MOBA, aber ein Competitive Game. Und auch sonst so. Und ich sehe, dass auch die Low Elos in League of Legends relativ anspruchsvoll sind. Also ich glaube, LoL hat die schwerste Low Elo, die es so gibt. Also das allgemeine Niveau. Und da würden jetzt viele lachen und sagen, hä, die scheiß LoL-Spieler. Nee, ich glaube, dass das allgemeine Niveau gut ist. Hoch ist. Relativ hoch. Sagen wir mal so. In League of Loris. Genau. Weiß bestimmt wegen der Popularität auch.
weil es einfach eine höhere Spielermasse ist. Und wenn du halt, da ist halt die Low Elo groß vertreten bei einer großen Spielermasse. Und da ist es dann auch gar nicht so leicht rauszukommen, nicht wahr? Also das hebt sich dann nicht mehr so ab. Wenn du irgendwas besser kannst als andere, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du jemanden in deiner Elo triffst, der das auch schon kann. Bei Rocket League ist zum Beispiel, da gibt es so Kniffs und Tricks, wenn du da schon Sachen kannst, die jetzt zum Beispiel ein Goldspieler nicht kann in Rocket League, steigst du halt auf. Ja. In League of Legends ist das, glaube ich, noch ein bisschen anders. Vertraut auf euch selbst. Need Pull. No. Na, dann mach's gut. Gragas Jungle, das gefällt mir schon mal gut. Ich mag Gragas irgendwie. Gragas kann man auch Toplane spielen. Ich bin bereit. Ja. Und Garen ist aber trotzdem bereit, deswegen rennen wir jetzt nicht von Gragas. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Game. Wir konzentrieren uns auf das Game, wo wir 100 Pro gewinnen werden. Vorwärts! Mordekaiser ist weg. Ich beschwere mich jetzt nicht. Uncontested Farm, nicht wahr? Uncontested Minions nennt sich das. Ja, ich bin nämlich schon ein Profi, ich weiß das alles. Oh, er counter-junglet schon, der Gragas. Das ist ja cool. Ach, wir haben Irelia. Mordekaiser ist im Jungle. Ich passe aber auch gar nicht auf. Gut, Irelia habe ich so noch nicht gehabt als Gegner mit Garen. Aha. Und die hat ja auch schon 5000 Reworks gehabt. Ein reines Herz hat nichts zu fürchten. Können wir ein bisschen reintrainen mit der Passive. Sustainen wir uns wieder hoch. Lol. Okay, wir machen sie aber momentan noch ganz schön fertig. Okay, okay, okay. Aber ist ja nicht so schlimm. Mordekaisers Botside. Sehr unbeeindruckend, Irelia. Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen easy. Sollten wir schon weggehen oder lieber nicht? Die konnte sich nur ein Langschwert kaufen. Aber ich gehe trotzdem schon weg. Hol mir Fage. Und Movement Speed, ne? Genau. Und Leben. Auch mit der Passiven und dann trainen wir einfach nochmal rein. Dorans Dolch haben wir auch. Wir pushen auch einfach rein. Oder sollte man das nicht tun? I don't know. Ich kämpfe, solange ich stehe. Aber dann muss er halt unterm Tower farmen. Aber die spielt auch schlecht. Das ist gut für mich. Die ist completely lost.
Man könnte dann so Proxy-Farmen, sowas, ne? Einfach an ihr vorbeilaufen. Mordekaiser interessiert sich für uns noch nicht so. Was ganz cool ist. Ah, der Grageist ist viel unterwegs. Der gefällt mir ganz gut. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Guck mal, jetzt kann ich ja einfach hier vorbeigehen. Ich kann Proxy farmen. War gerade zufällig hier. Und sie verliert noch mehr Farm. Sehr gut. So, Tiamat. Auf jeden Fall. Genau, fügt Schaden zu. Das war vorher das Item, womit man Schikane gebaut hat. Konnte man slowen, glaube ich. Ich habe mir keine Pink Ward geholt. Warum eigentlich nicht? Jetzt kriegt sie Ressourcen. Aber jetzt ist jetzt Zappenduster, Baby. Jetzt haben wir keinen Flash. Jetzt sollte ich nicht Proxy Farm gehen. Sonst komme ich da nicht weg. Und das wäre ja für alle doof. Was hat sie sich eigentlich geholt? Vampire. Die Welt braucht Hoffnung. Das macht keinen Lebensraub. Nee, nee. Früher hat das Lebensraub gemacht, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ah, wenn ich wüsste. Ah, der Mordekaiser ist Botlane. Jetzt nicht mehr. Oh oh. Jetzt werde ich abgeholt. Ist egal. Im Namen des Königs. Push wieder einfach rein. Vertraut auf euch selbst. Bin bereit. Bleibt man jetzt hier oder haut man jetzt ab? Ich hätte jetzt die Golems einfach machen können. Zu fürchten. Oh, ich ping mal einen Miss. Was wir tun, ist gerecht. Mordekaisers Mitte. Ich werde nicht
Wir sind die Vorhut. Ihr könnt jetzt hierhin unterwegs sein. Widerliche Kreaturen. Ich habe so viel Geld und Teleport ab. Mordekaiser ist eigentlich... Da ist er. Aber ich hab Flash. Aber Mordekaiser könnte ein Problem werden. Zum Schutz der Nation. Gott. Ich hab so viel Geld. Ich hab mein Q gemisst. Ich hab das auf dem Minion gemacht. Sonst hätte ich sie easy gehabt. Naja. Jetzt nicht übermütig werden. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Oh oh. Im River bahnt sich was an. Oder auch nicht. Da ist jemand im River. Wir kämpfen für die Schwachen. Ich muss jetzt einkaufen. Welche Schuhe? Ich glaube, ich war hiervon ein Fan. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist mit unserem Kumpel Blase. Aber wenn wir stark sind, will ich gerne das mal ausnutzen. Der Tower könnte jetzt unser sein. Das möchte ich gerne auf die 2. Genau, das kann ich jetzt verlangsamen, Schikane. Tower First Blood, oder? Ja. Wieder sehr viel Gold. Die Welt braucht Hoffnung. Sei mutig, sei gerecht. Dann hole ich Irelia. Im Namen des Königs. So. Wieder 2000 Gold.
Oh, die haben Drake geholt, den zweiten schon. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen Impact machen, auf jeden Fall. Phantom Dancer, sehr schön. Und, ja. Oder? Infinity Edge. Wir knallen so richtig heute. Das wird eine richtige Böllerei. Ein großer Ritter braucht eigentlich ein großes Schwert. Mal gucken, was die hier kann. Vertraut auf euch selbst. Euer Turm wurde zerstört. Ich bin bereit. Overkill nennt man das. Ich push weiter Toplane jetzt. Wir haben hier komplette Kontrolle. Vorwärts, genau. Farm ist exzellent. Aber Eriea für ihre Situation farmt die gerade auch nicht schlecht. Vielleicht weiß er einfach, dass er gecountert wird irgendwie von mir und hat schon einen Gameplan. Das kann natürlich sein. Vergesst nie, warum wir kämpfen. Ich versuche mir mal den Red Buff zu schnappen. Sonst verlieren wir eigentlich, ne? Okay, das war gar kein Problem. Schon wieder 80.000 Gold? Sehr schön. Zum Schutz der Nation. Durch das Gesetz oder durch das Schwert. Jetzt komme ich mal mit. Ich bringe gerecht. Können wir gerne machen. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Sollen die ruhig Aram spielen? Nicht so cool. Okay. Ey, wir haben... Warte. Mit einmal. Cool. Black Cleaver holen wir uns noch. Ein Gegner wurde getötet. Und dann wird das hier... Aber ich hätte mich nicht töten lassen sollen. Aber ich hätte auch gedacht, ich könnte da jetzt mehr machen. Und wir brauchen den nächsten Drake auf jeden Fall. Toplane sieht gut aus. Jetzt sollte ich mal vielleicht auf die Botlane gehen.
Ich werde mich auf jeden Fall erstmal hier hinporten. Denn die Lane so ein bisschen reinpushen? Nee, ich gehe direkt hin. Ich gehe direkt hin. Ich bin jetzt für den Garen Level 14 noch relativ squishy. Für Demacia. Und Drake. Sehr schön. Und dennoch hier. Panzer des toten Mannes heißt das, ne? Wie heißt denn das auf Armor of Dead Man? Keine Ahnung. Das ist aber einfach auch nicht schlecht für uns jetzt. Okay, wir haben Drake. Wir haben gut was kaputt gemacht. Grant macht Mitte, hoffentlich. Sei mutig. Sei gerecht. Der hat doch geflasht, oder? Im Namen des Bin schneller als du. Eine Ulti ab. Alter, sind wir eine Maschine. Zeigt ihnen die Stärke der Mafias. Wieso fighten die da weiter? Haram! Vorwärts! Ich mache jetzt einfach weiter Stress. Warum wir kämpfen. Ich bin viel zu schnell. Ey, ich mach das gut. Ach, ich hol mir doch Black Cleaver, ja. Und dann noch Panzer des toten Mannes für mehr Movement Speed und dann, oder? Oder das hier?
Schutz der Nation. Los! Ich singe Gerechtigkeit. Drake ist jetzt besser, Toplane ist eine fette Wave. Oh, die will ich haben. Die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, ich habe gedacht, das sind meine Kumpels. Schön. Ich glaube, ich habe mit das hier. Gespaltener Himmel. Bisschen Sustain noch. Drake ist ab in. Ach, haben wir Drake schon? Dude. Okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Die machen Aua. Das hier. Bin ich dabei. Ich werde Botlane pushen. Sei mutig. Sei gerecht. Ein Gegner wird zum Berserker. Die müssen schon ganz schön was bereitstellen für mich. Die haben schon gerecalled, ne? Euer Turm wurde zerstört. Ein Gegner wurde getötet. Das ist der erste von vielen Gegnern. So muss das sein. Guck mal, wir beschäftigen die alleine des Todes einfach. Haben richtig viel Stress gemacht. Ja, ich weiß, wir haben Top verloren, aber das ist nicht so schlimm, weil wir können uns jetzt das holen und go. Jetzt wird die böllert. Jetzt können wir Aram spielen von mir aus. Also von mir aus können wir jetzt Aram spielen. Twisted Fate ist ein bisschen gefährlich, aber ist nicht so schlimm. Da sind sie alle.
Die sind bereit für Aram. Iria ist Stufe 14. Kleiner Engage. Darren. Der Garen macht Darren. Alter, wie viel Schaden wir machen. Schutz der Nation. Beckin brauche ich ja nicht gerade. Gut, wollen nur noch anklicken. League of Legends ist für mich ein Wimmelbildspiel geworden in diesem Game. Okay, da kommt Twisted. Das kleine Auge immer auf der Minimap. Ja, ein Drake. Dann haben wir einen Drake-Vorteil auch noch. Tja, das tut mir jetzt in der Seele weh, aber... Er ist isoliert. Ich bin eine Legende, ich bin eine Legende. Ich brauche mir gar kein Gold mehr holen. Ist besser für die Stats nachher. Die Welt braucht Hoffnung. Ich habe jetzt übelst große Klappe, ne? Ich kenne sowas, dass man sowas noch verliert. Wieso followen die nicht? Eigentlich. Oder mir kann man doch jetzt echt followen. Ist doch gerade so lustig. Aber wir fallen echt schnell um, ne? Twisted Fate ist schon unangenehm, sag ich mal. Und ich darf jetzt nicht mehr sterben. Die ist komplett aus dem Game. 0-13 Irelia. Komplette Kiste. So, 2,5 Minuten Drake ping ich mal. Damit man sich schon mal seelisch und moralisch. Guck mal, Mordekaiser Level 14. Den klicke ich auch bloß an. Im Namen des Königs.
der erste von vielen Gegnern. Jetzt brauchen wir einfach nur noch hier reinpushen. Hört. Das mit dem Stern ist doof. Ich hol mir mal so eine Flask. Und? Nice. Euer Turm wurde zerstört. Ich bin bereit. Nur so ein bisschen missplayen, dann kann man das hier noch verlieren, ey. Vorwärts. Lubaf ist gleich ab. So, jetzt sollten wir hier aber durchknallen. Das Team! Das Team followt mir nicht. Einfach nochmal geflasht. Ich liebe es. Schön. War ein langes Game dafür, dass wir so ahead waren. Hätte ich schneller machen können. Wen fand ich denn richtig gut? Gragas. Cool. Meisterschaft 8. Kannst du mal sehen. Das ist jetzt hier komplett oder was? S plus, Leute. S plus, aber es war auch nicht schwer. Es war auch nicht schwer, hier S plus zu bekommen. In diesem Game, look at these damage. Wir haben sogar fast 20k, na gut, 16k mehr Damage gemacht als der Twisted Fate. Das ist sehr schön. Gut. Komm, wir machen es nochmal, weil es so schön aussieht. Oh. Sehr schön. Bild, was ich noch nicht gespielt habe, habe ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus ein bisschen was gemacht, einfach nur, um die Leute anklicken zu können, weil wir ja aber auch schon ahead waren. Das sieht natürlich in anderen. Wir hatten Glück, dass die Irelia auch so mega, mega schlecht war. Ja. Achso, guck mal, wir haben fast 600 Gold die Minute gemacht. Na gut, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.